Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute, wie versprochen, ein Thema, welches sich rund um Lucy, unsere Dschungelkönigin, dreht. Ich habe ja gesagt, sobald es Neuigkeiten gibt, die erwähnenswert sind, sprechen wir drüber. Und nun hat Lucy ein sehr interessantes Interview gegeben bei RTL, aber auch Kati Karrenbauer, bekannt aus Frauenknast Walter, vielleicht erinnert ihr euch, hat sich auch geäußert zu einigen Themen rund um das Dschungelcamp und was sie damals falsch gemacht hat. Wer mich ein bisschen persönlich erkennt, weiß, dass ich Kati Karrenbauer wirklich gut finde und mich sehr darüber gefreut habe, dass es hier einen Beitrag von Kati und Lucy gibt, was quasi zwei tolle Persönlichkeiten miteinander vereint, meine Lieben. Und das ist heute unser Thema. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank für deine Trash News, dann fühl dich von mir herzlich umarmt, denn wir haben heute etwas ganz Krasses geschafft. Schaut mal. 27.800 Abonnenten, ihr habt nochmal richtig losgelegt. Vielen, vielen Dank an alle neuen Trashies und natürlich aber auch an alle Bestands-Trashies, die hier so fleißig diese Videos teilen, meine Lieben. Das ist alles andere als selbstverständlich und gerade auch dieses Kim, Tim und Layla-Thema nervt natürlich auch mich, meine Lieben. Aber es ist nun mal aktuell das Hauptthema im Trash-Bereich und deswegen bin ich froh, hier heute zumindest für 11 Uhr eine Alternative gefunden zu haben. Wir hören uns jetzt zuerst den Beitrag von RTL an. Ab und zu unterbreche ich und sage was dazu. Und deswegen würde ich sagen, Feuer frei für Lucy Diakovska, die Dschungelkönigin und Kati Karrenbauer. Ich freue mich. Ja, Lucy Diakovska ist frisch gekrönte Dschungelkönigin, aber im Rampenlicht steht sie schon seit 23 Jahren. Sie kennt das Showgeschäft. Eigentlich sollte sie nichts mehr überraschen, aber dann, ausgerechnet beim Thema Geld, fällt sie doch aus allen Wolken. Aber das ist mir jetzt neu. Ich kenne das nicht. Es sind die Aussagen von Ex-Dschungelcamperin Kati Karrenbauer, die Lucy so unglaublich staunen lassen. 2011 wird sie Dschungelzweite. Auf der Fashion Week erzählt. Und krass, 2011 ist das so lange wieder her. Das sind ja 9 plus 4 sind 13 Jahre. Ist das mit Kati Karrenbauer 13 Jahre schon wieder her? Boah, aber ja klar, so lange ist das schon her. Und jetzt, worum geht es? Also RTL hat jetzt Kati Karrenbauer auf der Fashion Week angesprochen. Die Schauspielerin davon, dass sie nach dem Dschungel Einladungen auf Events und Partys abgelehnt hat. Ein riesiger Fehler, wie sie sagt. Ich war einfach so, Dschungel ist das eine und dann gehe ich wieder zurück in meinen Beruf. Ja, heute würde man eher sagen, sehr dumm gewesen eigentlich, weil man gesehen hat, wie viele Menschen da auch sehr, sehr viel Geld verdient haben, sich Penthäuser gekauft haben danach und, und. Ich sag euch, ich verrate euch mein Geheimnis, ja? Jeder Mensch hat ja so eine Löffelliste. So eine Liste mit Dingen, die man gerne erledigen würde. Und wisst ihr, was ich gerne mal machen würde? Einmal würde ich gerne mit Kati Karrenbauer einen Kaffee trinken. Also, ich meine, sie ist, glaube ich, auch aus Berlin. Ich wohne hier an Berlin dran. Also, wenn jemand Kontakt zu Kati Karrenbauer hat, liebe Grüße von Danny. Ich würde sie gerne mal auf einen Kaffee einladen. Ich hätte so richtig Lust, mich mit ihr mal auszutauschen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich weiß, die Meinungen gehen auch über Kati Karrenbauer komplett auseinander. Es gibt viele, die finden sie ganz schlimm. Es gibt viele, die finden sie toll. Ich gehöre zu der Fraktion. Ich bin Kati Karrenbauer Fan. Ich fand sie super. Ich fand sie super damals bei Frauenknast natürlich. Das ist ja ihre Rolle, mit der sie so groß und bekannt geworden ist. Aber ich fand sie auch in den einem oder anderen Film wirklich toll. Also ich mag Kati Karrenbauer. Und wenn ihr sie mal seht, dann liebe Grüße von Danny, der möchte mit ihr einen Kaffee trinken gehen. Das wäre super. Penthäuser, weil man über rote Teppiche schlendert? Ja. Es wurde immer viel Geld angeboten. Also zwischen 4.000 und 10.000 Euro pro Party. Überlegt euch das mal. Also Kati Karrenbauer sagt, und sie hat auch keinen Grund, sich jetzt hier was auszudenken, wenn man auf einem Event eingeladen ist, dann bekommt man zwischen 4.000 und 10.000 Euro, wenn man da hingeht. Und das ist Tatsache jetzt auch nicht gelogen. Also grundsätzlich ist das so, dass Promi-Gäste oftmals mit einer Gage eingeladen werden. So im Übrigen hat sich ja auch Patricia Blanco und Andreas Ellermann, 30 Jahre Showgeschäft, man kennt ihn, kennengelernt, weil sie auch, glaube ich, gebucht war für ein Event. Also das ist dann nicht so zu vergleichen mit ihr seid zu Gast irgendwo eingeladen, sondern man ist dann als
Promi gebucht. In dem Fall dann Lucy Diakovska als Dschungelkönigin, das natürlich eine höhere Gage hat, denn wenn die Dschungelkönigin vor Ort ist, dann ist ja klar, dass das eine gewisse mediale Präsenz mit sich bringt und damit man ja auch Werbung für das Event hat. Also als Beispiel, Jamila Rowe ist als Dschungelkönigin zu einer Veranstaltung eingeladen, bekommt dafür eine Gage, sie geht hin, also wird in der Boulevardpresse über die Veranstaltung und über Jamila Rowe eventuell berichtet. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und jetzt wird halt Lucy damit konfrontiert, was Kathi Karrenbauer sagt. Ein unheimlich spannender Beitrag. 14.000 Euro pro Party. Oh, das höre ich zum ersten Mal jetzt, dass es für Partys Geld gegeben hätte. Ich schwör's. Das würde ich auch nicht machen. Nee, ich fühle mich da schmutzig. Nur das. Ich habe auch kein Verständnis dafür. Warum soll ich denn Geld bekommen, dass ich irgendwie auf eine Party gehe? Genau so hat Kathi Karrenbauer auch gedacht und bereut es heute. Macht Lucy also doch einen Fehler, wo sie jetzt so beliebt ist? Ah, das ist ein interessanter Punkt. Also Kathi Karrenbauer hat das damals abgelehnt. Sie hat auch gesagt, ey, nee, ganz ehrlich, also das mache ich nicht, was ich persönlich auch einen sehr, sehr guten Charakterzug finde. Gleiches sagt auch Lucy, nee, pf, warum mache ich das? Ja, und jetzt scheint aber Kathi Karrenbauer dann doch 13 Jahre später das schon bereut zu haben, weil man natürlich dann auf eine Menge Geld auch verzichtet hat. Und wenn der Veranstalter einem Geld dafür zahlt, dass man zu einer Party geht, warum nicht? Ja, so könnte man es denken, aber Lucy hat eine ganz andere Meinung. Ich bin auch nur ein Mensch und brauche ab und zu mal Bestätigung, dass das, was ich bin und was ich mache, richtig ist und gut ist. Ich glaube, jetzt habe ich auch ein bisschen so ein anderes Gefühl, so das Gefühl, vielleicht wollen mich ja die Menschen sehen. Vielleicht schwingt hier aber auch die Angst um ihr Image mit. Die Sorge, plötzlich anders wahrgenommen zu werden, wenn sie von Event zu Event tingelt, das schnelle Geld mitnehmen würde, als Reality-TV-Promi. Und nicht mehr als die Sängerin und Unternehmerin, die sie ist. Seit 3 Jahren führt sie in ihrer Heimat Bulgarien ein 4-Sterne-Hotel, erfolgreich und streng. Diese Tische, die sind unbedeckt. Warum ist denn das so? Oh, das kann ich mir vorstellen, dass Lucy Diakovska eine richtig strenge Chefin ist. Aber jetzt erstmal hier ein sehr interessanter Konflikt, den RTL aufdeckt. Denn ich denke mal, uns allen ist relativ klar, dass Lucy keine standardisierte Reality-Darstellerin wie Kim ist, ja, oder wie Valentina ist. Das sind ja so diese Standard-Reality-Darstellerinnen. Das ist ja Lucy mit Abstand nicht. Und die Angst, die könnte schon da sein, dass wenn sie auf solchen Events herumtingelt, dass sie dadurch dann schon so in ein gewisses Licht rückt. Aber ich persönlich, und das sage ich euch ganz ehrlich, das ist meine Meinung, glaube das nicht. Wenn Lucy auf Veranstaltungen hingeht, als Lucy, die Dschungelkönigin, sehe ich das nicht, dass sie sich damit automatisch der Trash-Community öffnet. Erst wenn sie anfängt, schlecht über andere Leute in der Boulevardpresse zu sprechen, bei diesen Events über Leute spricht, Interviews gibt, wo sie über Leute herzieht, dann würde sie, finde ich, diese Seriosität, die sie ja hat, verlieren und in diesen Trash-Sumpf abtauchen. Aber als Lucy auf Events zu gehen und sich das auch bezahlen zu lassen, warum denn nicht? Also da bin ich Tatsache, diese Gefahr sehe ich persönlich nicht. Aha, jetzt machen die das. Ihr Hotel, ein Millionenunternehmen, erzählt Lucy, für das sie hart arbeitet, so wie für alles in ihrem Leben. Wohl deshalb ist der Gedanke an bezahlte rote Teppiche, Reality-Shows und Events für sie so absurd. Also Kollegen von mir aus dem Dschungel haben gesagt, dass die das machen immer wieder. Der Mike zum Beispiel ist so einer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas mache. Also das ist da. Ja, aber das ist halt das, was ich schon gesagt habe. Und es ist halt einfach üblich, ob es jetzt toll oder nicht toll ist, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist halt üblich, auf Veranstaltungen Promis, die Reality-Darsteller einzuladen, die bekommen dann eine Gage für ihr Besuch. Ob das jetzt wirklich zwischen 4.000 und 10.000 Euro liegt, ich glaube, das kommt auf die Bekanntheit des Reality-Darstellers an, ja. Aber grundsätzlich ist das wirklich so, dass man für Events Geld bekommt, wenn man hingeht. Natürlich nicht bei jedem Event, das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Ich denke mal, desto unbekannter das Event, desto eher eine höhere Gage, damit das Event halt bekannter wird. Aber das sind auch nur Mutmaßungen meinerseits. Ich bekomme auch kein Geld, wenn ich auf Events gehe, ja. Bringt man ja gar keine Leistung. Auf Let's Dance hätte sie Lust und auf Ninja Warrior. Statt Partys 2 Shows, in denen sie etwas leisten muss, so wie Lucy es schon immer getan und damit gutes Geld verdient hat. Und genau das gibt ihr auch jetzt die Freiheit, sich nur für die Dinge zu entscheiden, in denen sie einen Sinn sieht.
Ja, ein ganz, ganz, ganz toller Beitrag wieder von ihr. Ja, also ich freue mich ja immer, wenn ich Lucy-Beiträge sehe, weil die einfach so normal und bodenständig auf mich sind. Ich meine, es ist genauso wie mit diesen Spenden. Sie hat gesagt, als sie das Geld hatte, für was sie es spenden möchte. Sie hat nicht aufgerufen, ruft für mich an, damit ich spende. Ja, also das ist so ein Move gewesen, den ich von ihr super sympathisch finde. Und auch diese Aussage finde ich von ihr sehr, sehr interessant. Sie will sich lieber ihr Geld traditionell, wie wir alle, verdienen, indem sie natürlich in TV-Formate geht. Aber sie möchte durch diese TV-Formate das Geld verdienen. Und ich finde, Ninja Warriors, das wäre bombastisch. Ich würde... Es ist Tradition, dass du immer zum Ende des Videos kommst, oder? Das ist so lustig. Immer wenn ich beim Ende des Videos bin, kommt der Katzenreporter vorbei. Nein, also ich würde ihn sehr, sehr du bringst mich schon wieder durcheinander. Ich würde sie Tatsache sehr, sehr gerne bei Ninja Warriors sehen. Ich würde das richtig cool finden. Aber ich könnte mir auch sie bei Let's Dance vorstellen. Warum denn nicht? Luki, bitte. Warum denn nicht? Würde ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Lucy muss halt natürlich für sich selbst ein bisschen aufpassen. So Sommerhaus der Stars zum Beispiel. Da sehe ich sie persönlich auch nicht. Bist du eine Maus. Da sehe ich sie persönlich auch nicht. Auch bei Promi Big Brother wäre natürlich, das wäre jetzt Sat.1, okay, das wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, aber so diese Hardcore-Trash-Formate, wie gesagt, wie das Sommerhaus der Stars oder Promi-Büßen, Forsthaus Rampensau, das oder Temptation Island, das sind alles so Sachen, das sehe ich tatsächlich nicht so. Und da sehe ich sie auch nicht. Also wenn, dann sehe ich sie auch bei diesen etwas anderen Formaten, die nicht unbedingt gleich... Ein kleiner Lausekater, die nicht unbedingt gleich, ja, so in diesen Hardcore-Trash-Bereich fallen. Für mich ist ja auch das Dschungelcamp nicht Hardcore-Trash. Also im Dschungel sind ja eigentlich immer gewesen schon, nimm mal dein Po aus der Kamera, sind ja schon eigentlich die ein oder anderen wirklichen Prominenten drin gewesen. Das war ja jetzt ja erst seit dieser Staffel und ein bisschen seit letztem Jahr, dass wir halt da auch Reality-Schauspieler hatten. Oh, krieg ich ein Küsschen? wo wir dann Reality-Schauspieler hatten, wo was dann auch so ein bisschen den Dschungel für mich runtergezogen hat. Du, das finden die Leute wieder ganz lustig, wenn du mir jetzt Küsschen gibst. So, komm mal auf den Schoß, dass ich das Video abmoderieren kann. So, genau, also das ist etwas, das schon seit einiger Zeit jetzt im Dschungel so ist. Finde ich persönlich auch nicht so gut. Ich hätte mir auch lieber das alte Dschungelcamp gewünscht, aber ich denke mal, das sehen viele auch so von euch, meine Lieben. Ja, das war unser 11 Uhr Video. Ich hoffe, ich habe euch eine Freude gemacht mit zwei Powerfrauen hier, die ich euch gezeigt habe. Beides Frauen, die ich ganz toll finde. Und freue mich auf 14 Uhr, wenn es denn dann hier heiter weitergeht, meine Lieben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Trash-News. Und ich bleibe für euch am Ball, meine Lieben. Macht es gut. Tschüss.